Tim, konzentrier dich doch mal. Ich meine, wir haben die Aktion Muskelmaximierer 100 Euro reduziert. Vom 5. bis zum 8.9. Wir brauchen eine Idee. Okay, pass auf. Du am Strand mit Marc. Weil Marc ist ja, Marc ist quasi der Muskelmaximierer. Und ihr lauft dann so Baywatch-mäßig, rote Hose auch, ne? Musst du dann besorgen, so richtig Fettzeichen. Und dann der Aktionszeitraum. Weil man sieht ja dann auch eure Muskeln und ihr lauft und... Ach, come on, ist doch scheiße. Ich meine, wer soll denn da Bock auf die Muskelmaximierer kriegen? Sonnenuntergang. Auch wieder am Strand. Aber ihr habt diesmal Bikinis an. Und ihr liegt dann so, flext mit dem Bauch. Und da kommt der Aktionszeitraum. Das ist eine gute Message. Das ist geil, das ist eine richtig gute Idee. Lass uns das so machen, Mann. Hallo Sportfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Herzlich willkommen zu einem neuen Trainingsvideo mit dem muskelmaximierenden Marc Lange. Warum sind wir heute hier, Marc? Also ich wollte ja einen neuen Trainingsplan ausprobieren. Genau. Und ich werde jetzt Powerlifter. Marc Lange wird zum Powerlifter. Du hast wochenlang, monatelang den Dreiersplit aus dem Muskelmaximierer genutzt. Den doppelten Dreier. Die ganz wichtige Message, weil zweimal die Woche jeweils die Muskel trainiert. Ja. Und du hast so ein bisschen, ich meine, jeder kennt es, glaube ich, von unseren Zuschauern. Ja. Du hast einfach Bock auf einen neuen Plan, irgendwie warst du nicht so richtig zufrieden. Ja. Thema Ernährung hat auch nicht so geklappt, das sprechen wir in dem nächsten Video. Ja, also unbedingt. War ich. Bloß ich wollte eine neue Routine mal ausprobieren und ich möchte einfach mal sehen, wie stark ich werden kann, wenn ich jetzt 90 Tage mal wirklich trainiere, wie Leoni das. Und ob ich dann auch so viel beuge. Easy. Ja, auf jeden Fall hättest du vielleicht mehr rausholen können, wenn du mehr gegessen hättest. Das auf jeden Fall. Wenn du mehr Erfolg hast, hast du auch gleichzeitig mehr Motivation. Ja. Jetzt hast du gesagt, ich brauche irgendwie mal ein anderes Ziel, eine neue Motivation. Deswegen hast du dir den Kraftaufbauplan aus dem Muskelmaximierer rausgesucht. Ja. Der ist richtig geil. Viermal die Woche Training, brutal hartes Pensum, aber nicht immer nur mit schweren Lasten. Aber wir werden es auf jeden Fall euch jetzt zeigen, dass wir nehmen jetzt direkt los mit der Box-Kniebeuge. Da fragt der Marc mich doch glatt, Johannes, du musst mir zeigen, wie ich das machen soll. Ja. Halt wozu hast du ein Trainingsprogramm, wo alle Übungen drinstehen? Marc ist so verwöhnt, weil ich ja immer dabei bin, kann halt immer fragen. Aber normalerweise schaut man sich eines der Videos im Muskelmaximierer an und dann sollte man ungefähr wissen, wie es funktioniert. Gott sei Dank hat Marc schon einige Kniebeuge-Skills am Start. Ich würde sagen, ich zeige dir das mal. Wichtig ist, dass die Box immer die gleiche Höhe hat. Ja. Oder zumindest weiß, wie hoch sie war. Mindestens 90 Grad, eher knapp drunter. Muss die so schräg stehen? Ja, das geht nicht besser. Pass auf, ich zeig dir wie. Ach so. Zack, wir legen jetzt die Matten drauf, dass wir die richtige Tiefe haben. Sehr schön. Und dann nehmen wir los. Im Plan steht, was steht drinne? Explizit Weiterstand. Weiterstand. Ja. Okay. Und bei der Boxkniebeuge, das ist ja wie Kniebeuge als Kreuzheben. Ja. Ganz einfach formuliert, weil du setzt dich wirklich nach hinten weg und schiebst die Knie nicht nach vorne, okay? Also setz dich mal einfach nur ohne Handel nach hinten weg. Okay. Das ist schon ganz schön tief, ne? Ja, hardcore tief. Okay, dann pass auf. Kriegst du noch eine Matte? Sehr schön. So, das ist okay. Das müsste eine gute Tiefe, würde ich sagen. Ja. Also probier einfach selber. Das ist gut, das ist genau richtig. Perfekt. Also das wäre jetzt schon eine gültige Kniebeuge für einen Wettkampf. Weil wenn du dann irgendwann stärker geworden bist mit dem Plan, kann man ja mal einen Wettkampf. Ja. Hast du ja sowieso gesagt, du bist Powerlifter. Nein. Jetzt mit der Hand, komm, probier mal aus. Okay, wird gemacht, Sir. Was? Eine Sekunde mindestens unten warten und dann Feuer raus. Und schub, bam, raus, genau. Ja, Kniebeugen kann er einfach. Und schub, Dynamik, maximale Beschleunigung. Und push, okay, prima, rein. Ach, geil. Also beim Muskelmaximierer-Plan ist es halt einfach so, dass ihr eure Maximalkraftwerte eingibt und euch dann das Programm die jeweilige Lasten errechnet. Was hast du ausgerechnet? 72,5 Kilogramm. Klingt sehr wenig, aber... Wie viele Sätze? Oh. Das ist nämlich der springende Punkt. 15 Sätze. Ich dachte, 15? Ich dachte, ich habe mich verlesen. Aber das ist richtig. Also submaximale Lasten, ganz kurze Pausen zwischen den Sätzen und einfach richtig ackern. Du wirst richtig knüppeln müssen, mein Freund. Ja. Das ist auch keine Zeit für irgendwelche YouTube-Videos oder Instagram-Stories. Da wird einfach mal gearbeitet, Freundchen. Oh. Erster Arbeitssatz 72,5 Kilo. Wir wollen wirklich die Technik verbessern. Du sollst unten raus richtig Bums bekommen. Das ist quasi schon die Vorbereitung für die nächste Übung, die dann gleich kommt. Okay. Unten raus richtig Bums, gefand er lustig. Ha, ha, ha. Komm. Der unreife Junge. Let's go, Marki. Du bist 17, du darfst das. Ja. Zwei, richtig stellen. Schuss. Bisschen mehr Kontrolle runter. Warten. Schuss. Und die letzte Kontrolle. Wagen, Schuh! Okay, prima, super. Das ist der Luxus.
eines Powerlifters. Weniger Wiederholung. Ja, aber wenn man dann 15 Sätze von macht, hast du am Ende trotzdem jede Menge Volumen. Ja. Und wir quatschen jetzt ja auch nicht lange. Du wirst halt jetzt wirklich kurze Pausen machen und voll durchziehen. Ja, ordentlich Pumps haben. Ordentlich Pumps haben. Luft in den Rumpf, jetzt komm. Jawohl. Dynamit. Schön die Knie weit drauf, komm. Dynamit. Jetzt kann man. Super, geil. Vielleicht, Jonas. Ich glaube, da geht echt noch mehr. Ja. Stichpunkt intelligente Trainingsplanung, mein lieber Marc. Du kannst dich halt nicht jedes Mal abschießen, sollst du auch gar nicht. Du sollst ja deinen Bums trainieren, ordentlich und raus. Und der Muskelmaximierer denkt sich ja was dabei. Ne? Das stimmt. Übrigens. Aber. Und ich ziehe gerade mein Wortchen für mein Muskelaufbauprogramm, Jungs. Also, ab morgen gibt es 100 Euro Rabatt beim Muskelmaximierer. Und dann seid ihr auch der Muskelmaximierer, Peter, Paul, wie auch immer ihr heißt. Deswegen einfach echt geil, Leute, kauft ihn euch und startet durch so wie ich oder Keanu, oder? Und viele weitere. Ja. Wenn ihr Support braucht und welche Fragen habt, könnt ihr auch in der Facebook-Gruppe oder mir schreiben. Er ist nicht da. Warum eigentlich? Warum bist du nicht in der Facebook-Gruppe? Hast du mich nicht eingeladen? Oh, come on. Ich weiß, warum er das so verwöhnt ist, weil er einfach immer mich direkt fragt. Aber hat ja nicht jeder den Luxus, ich kann ja nicht die ganze Welt trainieren. Ja. Doch, kann ich. Mit dem Muskelmaximierer. Nächste Übung, Kreuzheben. Und nicht einfach ein reguläres Kreuzheben, sondern was steht denn im Plan drin? Erhöhtes Kreuzheben. Das heißt, da steht, ich lese vor, explizit, okay, ich lese nicht vor, explizit 3 cm erhöht stehend. Aha, okay, das heißt, du stehst erhöhter. Ja. Das heißt, es ist Deficit Deadlift. Ja, achso, das heißt, ah, so, du. Also, wir nehmen jetzt nicht die normalen 20er Scheiben, sondern die 15. Wenn man jetzt keine kleineren Scheiben hat, könnte man auch einfach sagen, okay, man steht erhöht. Ja. Du kannst auch einfach sagen, anstatt der 20er Scheiben, die ein bisschen größer sind vom Umfang her, vom Durchmesser, nehmen wir die 15er Scheiben. Das müssten knapp 3 cm sein. Da hast du mich outplayed, ja. Outplayed? Ja. Junge, Junge, ich lerne immer wieder Neues dazu. Jugendwörter hier. Mit Anglizismen, Angro. Wie sieht es aus? 90 Kilo Arbeitsgewicht? Drei Wiederholungen nur, 8 Sätze. 8 Sätze? Ja. Aber du bist jetzt schon auf jeden Fall schon gut vorbereitet, weil bei der Boxkniebeuge startest du immer aus der Ruhe. Ja. Du machst eine gute Pause und das ist genau das gleiche wie das Kreuzheben. Also fast. Aber die Grundidee ist die gleiche. Deswegen jetzt hier 90 Kilo, 3 Wiederholungen. Langsam und beschleunigt und dann oben maximal dynamisch. Hashtag stoßen. Bums. Und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, die Hand bewegt niedriger. Normalerweise würden wir die auf der Matte ablegen. Bums. Jawohl. Schneide noch mal, langsam und dann zuck. Jawohl, prima, gut. Schnelle und starke Hüfte. Puh. Dafür, dass wir 90 Kilo sind, fühlt sich das echt schon mega schwer an durch die Box-Squats vorhin. Ich weiß, was du brauchst. Ich weiß, was du brauchst. Ganz genau. Für die Gains. Für die Gains. So, ne? Danke, uns gut eins. Läuft. Aber ich hätte richtig Bock. Aber dann will ich gleich die ganze Packung essen. Ich bin doch so ein maßloser Typ. Also wenn, dann richtig. Also entweder richtig oder gar nicht. Was soll denn? Keine halben Sachen. Du bist schon wieder dran, mein Freund. Schnell aufessen und weitermachen. Genau. Auf Beschleunigung nach oben ins Zug. Jawohl, bitteschön. Bevor wir zur dritten Übung kommen, müssen wir erstmal schauen, jetzt genau, wie viel Gewicht du brauchst beim Bankdrücken. Johannes meint, ich habe Kacke eingegeben und soll das Ganze nochmal neu kalkulieren. Ja. Und das werde ich jetzt tun. Und zwar habe ich theoretisch 100 Kilo mal 1, also. Ja. Oder so 80-6. Jetzt kalkulierst du quasi. Guck mal, ist doch witzig. Das ist das beste Skiff. Das ist mein Lieblingsskiff. Und dann haben wir hier 10 Sätze, 3 Wiederholungen, 55 Kilo nur. Klingt sehr wenig, aber auf 10 Sätze ist das schon. Ist schon ordentlich. Das ist jetzt die dritte Übung. Ich hab's dir nicht geglaubt, aber nach den Box-Squats war ich so tot jetzt schon. Ich hab gar keinen Bock mehr. Aber es zieht richtig Energie, ne? Ja. Und wenn das jetzt für euch irgendwie alles ein bisschen verwirrend klingt, eigentlich ist es ganz einfach, weil. Das Programm zeichnet sich dadurch aus, dass man sofort loslegen kann, weil man einfach alle praktischen Angaben hat. Aber trotz alledessen kann man sich auch in der Theorie damit beschäftigen. Aber man muss es nicht erst verstehen, bevor man es macht. Das ist genauso wie beim Test. Ihr müsst nur euren Namen hinschreiben und dann habt ihr aus Versehen schon die Lehrerlösung bekommen. Und sozusagen so ist der Muskelmaximierer, denn ihr kriegt einfach die Lösung zum Muskel maximieren. So würde ich es beschreiben, oder? Ja, und jeder, der sich einfach damit intensiv beschäftigen möchte, kann das trotzdem tun in Form von Videos, in Text. Es ist einfach alles immer genau erklärt. Und sogar, man kann sogar noch, ich weiß nicht, ob das worth ist, aber ich finde es persönlich richtig geil. Du weißt, was ich meine. Ja. Hast du den Test gemacht? Nein, habe ich nicht. Hast du nicht? Man kann ein Muskelmaximierer-Zertifikat bekommen. Also für alle, die sich challengen wollen, wissen wollen, okay, habe ich es wirklich verstanden, die können ja noch einen Test machen.
sehen, entweder richtig oder falsch, haben sie bestanden oder nicht. Dann habt ihr ein Muskelmaximierer. Zertifikat. So, Banke, komm. Let's go, Jungs. Und denk in deine Atmung, wirklich mit Feuer raus. Maximale Beschleunigung. Du musst jetzt richtig konzentriert bleiben, auch wenn das Gewicht leicht ist. Als wenn du 100 Kilo drauf hast. Schuh. Genau so. Komm mal. Push. Super, besser atmen noch. Schuh. Das war's schon. Achso, ich hatte 5 im Kopf. Drei Wiederholungen. Wie viel denn sind? 10 Stück. Ja, eigentlich spoilern wir den schon kompletten Plan. Ja. Der erste Trainingstag ist fast gespoilert, aber den nächsten Teil seht ihr dann in deinem Video. Ja. Ja. Wenn das Video online ist, und das wird es wahrscheinlich sein, Infocard erfolgt hier. Alter Jonas, ich bin übel müde schon. Komm, lad mich, Junge, kämpfe. Oh, Junge. Weitermachen jetzt hier. Oh. Alles nur in deinem Kopf, ja. Kollege Schnürschuh. 1, 2, ab. Technik, Beschleunigung, mein Freund. Muskelmaximierer, Rabattaktion. Mit Quatschen sogar. Rabattaktion. Richtig geile Nummer. Oh, Leute. 100 Euro weniger. Schlag zu, ab dem 5.9. bis zum 8.9. gibt es 100 Euro weniger. Das ist ein Drittel weniger. Ab morgen 100 Euro Rabatt auf den Muskelmaximierer. Ansonsten zieht euch den zweiten Teil von unserem Training rein. Vielen Dank für euren Support. Viel Spaß mit dem Muskelmaximierer. Steht alles unten in der Beschreibung drin. Wir sind raus, denkt an den Daumen. Tschüssi.